Wir wandern heute zu einer Naturschönheit, die viele nicht kennen. Das Prignitztal bei Ebnat. Die Gaststätte Selingau wird seit Jahren nicht mehr betrieben. Vor einigen Jahrhunderten stand hier ein Eisenhammer. Die Gregnitz entspringt in 763 Metern Höhe nähe der Bundesstraße 303 und fließt vorbei am Gregnitzhügel. Auf ihren 11 Kilometern fließt sie durch Nagel vorbei an Grünlassmühle nach Selingau zur Mündung. Ein bequemer Pfad führt uns am Bach entlang, wo das Wasser tosend über die Steine rauscht. Ein ruhiger Ort, die Grünlassmühle im Dornröschenschlaf. Fast wie im Waldnabtal, die Kleinstausgabe.
Fahren erreicht Brusthöhe.